Harry. I want to investigate the scene of the crime. Filch usually guards the hallway where his cat was petrified, but he's away, so now is our chance. Ja, die manche Begriffe kriegt man sich irgendwie noch zusammengereimt. Ja, der Bonus und der Bonus-Belohnungsraum ist definitiv der beste in dem Spiel hier. I think that whatever attacked her might not be human. Here we are at the scene of the crime. It can't hurt to look around, since we're already here and Filch isn't. Remember all the water that was on the floor? Where had it come from? From in there. Let's have a look. I can't go in there. That's a girl's bathroom. Oh no. There won't be anyone in here. This is Moaning Myrtle's place. Ja, die Zaubertrankzutaten, ey. Die sind ja auch teilweise sowieso ausgedachte Wörter. Die sind ja auch teilweise auf Deutsch ausgedachte Wörter. Und dann noch auf Englisch ausgedachte Wörter. Da ist nichts mehr zu holen. Who can the heir of Slytherin be, though? Who'd want to frighten all the non-magical folk out of Hogwarts? Draco Malfoy. You heard him call Hermione a mudblood. But how do we prove it's him? We'd need to sneak into the Slytherin common room and ask Malfoy a few questions without him realizing it's us. But that's impossible. All we need would be some Polyjuice potion. It transforms you into somebody else. We could change Harry into a Slytherin. No one would realize it was really Harry. Oh, das ist eine tolle Idee hier. A bit tricky, I'm afraid. Powdered bicorn horn and shredded boomslang skin. Harry, ja, auf jeden Fall. Die... Any idea where I can find some? There's some bicorn horn in Snape's storage room. I'm not sure about the shredded boomslang skin. I'll need to check at the library. Lovely. Molting boomslangs and corridors full of goo. This should be enjoyable. Ja, also die Übersetzung muss echt hart gewesen sein. Ich weiß auch nicht, wer das übersetzt. Ob das irgendwie, ob da eine Firma beauftragt wird für oder so. So, wir müssen ja jetzt zu Snape. Komplett raus, weil ich mit dir hier gequatscht habe. So, wo muss ich hin? Better keep an eye out for Snape. In einem, ja, da ist er. Hier, ich will doch bestimmt... Was will ich klauen? Ah, ich will bestimmt durch einen dieser Gänge gehen. Nicht durch den. Muss bestimmt woanders lang. Da bin ich durch, oder? Ja, da bin ich durch. Das habe ich gemacht. Da kam das Ding da runter. Hi, would you consider a Alles gut. Alles gut. Ich muss bestimmt hier irgendeinen Raum finden. Hier hinten hatte ich was gesehen, wo ich hin muss. Da lang? Nein, nicht da lang. Hier lang? Easy. Alles gefunden. So, wie viele Geheimnisse gibt es hier? 7. Dunkle Bohne? Einfach nur eine? Oh ne, da ist auch noch eine. Oh oh. Die Spinnen platt. Hä? Sterben die gar nicht? Ja. Doch, sind die spawned. Ach, guck mal hier. Schon ein bisschen eklig, wo der sein Zeug hier überall lagert. Der Gute. Weil da muss man selbst auch erstmal Bock drauf haben, immer wieder diese ganzen Wege zu gehen, wenn man selbst mal an die Zutat will. Ist das ein Geheimnis? Das ist einfach nur so ein Frosch. Hat mir nicht viel geholfen. Auch die natürlich auch nicht. Na gut. Na gut. Da ist der Eingang. Ui. Oh. Das ist noch ein Eingang. Ah, okay. Hilft mir, dass ich da nicht runterfalle. Ja, Snape ist richtig gruselig. Aber definitiv, der beste Charakter. Der hat eine richtig nice Entwicklung mitgemacht über die Bücher. So vom Unsympathling hin zu einer der wichtigsten Figuren und aufopferungsvoll und so. Das
So, hier nicht reinfallen. Das letzte Mal bin ich ja die erste Treppe, die ich laufen musste, direkt erstmal runtergefallen. Okay. Geht's da rein? Ja, okay. Oh, eine silberne Truhe. Ein silbernes Ding. Silber und... Oh Gott, gleich zwei. Wer ist er denn? Crispin Kronk, 1792 bis 1872. Sent to Azkaban for continuing to keep sphinxes in his back garden, despite repeated warnings. Okay, den Nachbarn hätte ich auch nicht haben wollen. Was ist er hier? Glenmore Peaks, 1677 bis 1761. Famous Slayer of the Sea Serpent of Cromer. Sea Serpent of Cromer. Okay, ich weiß nicht, was Cromer ist, aber er hat auf jeden Fall eine fette Wasserschlange besiegt. Okay. Zack. Hallo. Hallo. Okay. Brauche ich das? Thomas? Oh, guck mal. Boah, dann muss ich, geh ich erstmal da drüben nochmal rein. Wo ich die einsperre. Ach, guck mal. Ein Stück Baum. Wie? Okay, ich dachte schon. Ich will da wieder rauskommen. Ja, der hat echt die komplexeste Story auf jeden Fall. Obwohl er natürlich trotzdem eigentlich, abgesehen jetzt von den letzten 5 Minuten oder so, der absolute Unsympathling ist. So. Kann ich jetzt hier auch irgendwie Lumos mal benutzen? Oder wo kann ich das benutzen? Da kann ich es benutzen. Okay. Kann ich anscheinend lang? Irgendwie. Zack. Zack. Komm ich da dran? Nee. Muss ich wieder zurück? Gott. Okay. Nur für diese paar Bohnen habe ich mir diesen Umweg hier auf mich genommen. Scourge. Ich bin noch nicht so besonders weit vorangekommen. Erst ein Geheimraum von 7. Das ist noch nicht so viel. Oh, gibt's hier auch wieder was drin? Oh, 2 Bohnen. Das ist jetzt nicht so krass. Flipendo! Okay. Mal schauen, was hier drin ist. Ein Frosch. Brauche ich nicht. Oh, eine Karte. Nice. Wer ist er? Cornelius Agrippa, 1486 bis 1585. Celebrated Wizard, imprisoned by non-magical folks for his writings. Okay. Also direkt auch noch politisch werden hier. Mit Sachen. Okay. Ich finde, wenn man direkt mit einem Wurm trifft, sollte man mehr Punkte kriegen. Oh, eine silberne Karte jetzt. Jetzt regnet es aber Karten. Make it rain. So. Unaria Nutcomb, 1665 bis 1743. Founded the Society for the Reformation of Hacks. Hexen sind wahrscheinlich hier so Sumpfhexen oder Sabberhexen oder irgend sowas, was sie wahrscheinlich ist. Hm? An der was? Nö. Okay. Was geht hier? Das ist ziemlich tief.
Ah, hier ist irgendein Rätsel. Okay. Oh Gott. Thieves. Okay, wie will ich denn hier durchkommen? Nicht drauf schießen? Naja. Geh du mal runter. Also. Ich glaube, jetzt kommen wir an dieser einen Durchgang da. Ich weiß nicht, ob wir da tatsächlich hin wollen, aber. So, zack. Genau. Das hatte ich gesehen, dass wir da hin können. Wir müssen ja wahrscheinlich grundsätzlich den... Oh. Wir müssen ja wahrscheinlich grundsätzlich den Hauptweg gehen. Also den hier mit Teppich ausgelegten. Ich hatte gesehen, dass hier hinter eventuell noch was ist. Da. Hinter dem Grünen. Da müssen wir vielleicht den Grünen nochmal bewegen. So, bring mich hoch, bitte. Vielen Dank. Komme ich da jetzt hin? Muss ich den hier vielleicht nochmal bewegen? Ja, guck mal, jetzt komme ich sogar an beides. An den roten komme ich leider nicht. Jetzt müsste ich an die beiden kommen und dann kann ich nochmal den roten klicken und dann müsste ich ja durch beides durchkommen. So, jetzt reißen wir hier die Geheimgänge ab. Und noch mehr Trankzutaten. Hallo, danke. So, zack. So, noch eine Karte, oder? Kommt schon. Okay. Noch mehr Trankzutaten. Na gut, jetzt müssen wir den roten wieder drücken. Ja. Jetzt sammeln wir alles ein, was geht hier. Da ist ja kein Fahrstuhl. Ah, hier ist der Fahrstuhl. Oh, die Hase. 1, 2, 3. Danke fürs Folgen. Schön. Freut mich sehr. Vielen Dank. So. So, jetzt kommen wir weiter. Auch wenn ich bezweifle, dass Snape so seine Zutaten gelagert hat, ja, das glaube ich auch manchmal nicht. Also, der muss einen Geheimgang haben zu seinen Zutaten eigentlich. Und auch so in so Truhen, überall so in so Labyrinthen einfach mal so ein Stück finden, einfach mal so rumstehen haben. Ich glaube, das ist nicht so, wie es gedacht ist. So. Welche Karte haben wir denn gekriegt hier? Mal nachschauen. Wir haben gekriegt Miranda Goshawk. 1921 bis present. Famous Spellbook Writer. Okay. Was schreibt sie da? Ich erkenne es ja. Gut, ich bin natürlich auch kein Zauberer, aber ich erkenne dieses Zeichen natürlich auch. Ich erkenne es nicht, was die da macht. Okay. Haben wir das schon gedrückt? Ich glaube. So. Oh, noch eine Zutat. Danke. Oh, drei Potions können wir noch machen. Das ist nicht so praktisch, wenn man erst durch ein Labyrinth laufen muss. Ja, nee.
glaube auch, dass das nicht die praktische Art. Aber vielleicht hat er auch Spaß dran. Vielleicht ist er so ein Rätseldude, der erstmal noch eine Viertelstunde, voll eine Viertelstunde, wir sind schon länger dran als eine Viertelstunde, der erstmal hier Ewigkeiten eine Runde Rätsel raten möchte, bevor. Mache ich das jetzt? Mache ich beide Sprünge? Oh! Ah! Oh Gott! Okay. Safe. Oh Gott, oh Gott. Oh, das war knapp. Ich fast in den Schleim unten reingesprungen. Komm, noch, wir riskieren es nochmal. Das war viel. Weh. Komm, dreh. Ja, das war Skill. Das war reiner Skill. Das war so geplant. Anders kann man das nicht. Kann man das nicht erklären. So, safe. 5 von 7 Räumen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben irgendwas übersehen auf dem Weg. Schick mich dein Internet. So, wen haben wir hier gefunden? Grogan Stump, 1770 bis 1884, Popular Minister for Magic, appointed 1811. Gut. Ja, wie kannst du es wagen? So, Habe ich den Typen nicht... Wo habe ich ihn hingemacht? Habe ich den da reingeworfen? Alter. Da reinschießen? Ja. Sollte ich ihn da reinschießen? I don't know. Versinkt so langsam da unten. Was ein Umweg. Guck mal, noch ein Dude. Oh, das sind Doxies. Also, hab ich noch nicht gesehen. Oh, da drüben gibt's bestimmt irgendwas, was nice ist. Ey. Geschafft. So, Volumos sehe ich denn hier? Ah, okay. Das ist ein Geheimgang. Aber doch gar nicht so viel übersehen. Das ist ja schon der 6. von 7. Scourge. Kann man eigentlich hier eingesperrt werden? Bestimmt nicht, oder? Das will ich jetzt ausprobieren. Unsere Lampe wird sowieso gerade dunkel. Kann man eingesperrt werden? Nee, okay. Wie heißt der Zauberspruch? Du meinst, auf Deutsch ist der Zauberspruch so schlimm? Dieses Entschleimen, also auf Pseudolatein und dann dieses Entschleime. Was, wie heißt der? Ich bin nämlich noch nicht drauf gekommen. Wie er heißt. Aber er sagt Entschleime, ach so. Ja gut, das ist natürlich echt ein bisschen lame. Oh! Okay. Stable. Ein Schleime ist schon ziemlich schlecht. Da ist Scourge echt besser. Ich finde Scourge auch irgendwie ein nices Wort. Das sagt schon, wenn man so Scourge sagt, das klingt schon so richtig. Ja, wie Schleim halt. Oh, wir haben das Horn. Das sollte uns Snape nicht erwischen, dass wir sein Horn geklaut haben, ne? Der chillt da hinten rum. Gehen wir mal lieber nicht zu ihm. I'm in the potions classroom. Better keep an eye out for Snape. Ja, vor allen Dingen, weil wir sein Dings geklaut haben. Hi, would you consider a trade? Schnell wieder weg hier. Hi, Harry. Hi. I found some bicorn horn to add to the potion. Great. I'm still trying to find the location of the next ingredient. But I should have it tracked down soon. In the meantime, I'll go add this to the potion. Viel Spaß.
They're starting a dueling club and the first meeting is today. Nice, der Dueling Club. That could be interesting. Der Dueling Club ist Come richtig to the nice. Great Hall if you want to learn how to duel. Definitiv. I'm so down. For it. Immer noch nicht, dass man da durch kann. Jemand mit mir tauschen? Willst du was mit mir tauschen? What do you have? I have wig and tree bark. Träum weiter, Blumikorn. Passing up a bargain, but have it your way. I'm still trying to collect enough beans to duel. Anscheinend, ich habe noch ein bisschen Angst. Erstmal will ich noch hier mir ein paar andere Sachen anschauen, wo ich da hingehe. Sorry, I've run out of stock. Okay. You'll have to come back Jetzt habe ich keine Ausrede mehr. Jetzt müssen wir uns duellieren. Oh, war ich da schon drinnen? Nein, anscheinend noch nicht. Doch noch drücken. So. Ist hier noch was? Wie, drei Bilder und kein Geheimgang? Enttäuschend. Okay. Here we go. Can everyone see me? Can you all hear me? Excellent. I started Dueling Club to train you to defend yourselves. Dueling Club meets every day in the antechamber just outside the Great Hall. In wizard dueling, the object of the exercise is to incapacitate your opponent. There are three spells you may use in dueling. Rictus Empra, which knocks your opponent back and reduces stamina. Mimble Wimble, which prevents your opponent from accurately casting their next spell. Expelliarmus, which reflects spells back onto your opponent. Okay. To select a spell, scroll through them by using the space bar or the right mouse button. To cast a selected spell on your opponent, press the left mouse button. Mimble Wimble ist schon nice, aber ich glaube, das gibt's auch auf Deutsch, dass der Mimble Wimble heißt. By holding the left mouse button down. Note that potion drinking and jumping during duels are prohibited. A pledge of Bertie Bott's every flavored beans is required to duel. The victor wins the opponent's beans. Auch noch mit dem Wetteinsatz hier. Bei den Elfjährigen. Up to them. If you have enough beans, you will be invited to Ich weiß auch nicht, wie man Mimble Wimble auf Deutsch übersetzen würde. Has informed me that he knows a tiny bit about dueling and has graciously Da ist vielleicht auch einfach die Kreativität der Leute beim Übersetzen einfach nicht weit genug gekommen. Mr. Potter, if you'd like to partner up with Mr. Weasley, I don't think so. Time to split up the dream team, I think. Mr. Malfoy, come over here. Let's see what you can make of the famous Potter. Thrashing, you will be a treat, Potter. Very well then. One's at the ready. When I count to three. Scared, Potter. You wish. One, that was our scene. Two, three. Today, Potter, you will have the pleasure of dueling the Grape Slytherin House. So, mal alle ausprobieren hier. Oh, er hat ihn geblockt. Snuck that one in, didn't you, Potter? Komm. Expelliarmus! Don't let that Potter get to you. Strike him back. Expelliarmus! Expelliarmus! Harry Potter has beaten Slytherin. Einfach hin und her schießen. Ich habe gesehen, im Menü kann man auch den Duellierclub immer aufrufen und sich durch die Level kämpfen gegen immer stärkere Leute. Oh. Serpent Sortier! Leave me alone! What was that? Did Harry just hiss? Oh my!
That couldn't have been. It couldn't be. Not him. Tja, Malfoy. You're a parcel mouth, Harry. You can talk to snakes. Why does it matter? It matters, Harry, because being able to talk to snakes was what Salazar Slytherin was famous for. Oh, no. Exactly. Now the whole school's going to think you're his great-great-great-great-grandson or something. But I'm not. Anyway, we'll see you later, Harry. Bye, Harry. Ciao. Wir sehen uns. Harry lay awake for hours that night, wondering. Could he be a descendant of Salazar Slytherin? Wer weiß. I won't be seeing you in herbology class. I'll be in Moaning Myrtle's bathroom working on the polyjuice potion. I can't believe Hermione is skipping class. Well, we better get outside to herbology, Harry. Come on. So, herbology lessons. So viele Punkte, wir müssen mal irgendwas kaufen. Oh, wir konnten uns ja bei Fred und George, wir konnten uns einen Besen kaufen für 700. Das war richtig ridiculous teuer, aber wir haben 700. Außer sie verkauft uns jetzt irgendwie eine Karte oder so. I haven't got anything to trade at the moment. Nö. Come back later when I've had a chance to replenish my stock. Kaufen wir uns jetzt einen richtig nicen Besen. Student days. That's how he met Mum. What do you have? I have a Nimbus 2001. The best model available to the general public. Yes. You are durchgeworfen. Shopper, Harry. Sorry, old friend. I'm out of stock right now. Come back later. Jo, hey, Harry, want to trade? Nee, das, we have kann the best values leisten. In Hogwarts. Was machst du da eigentlich? Ist da was? Ist da was? Hello. I received an owl from my parents. They're very concerned about what's going on here. Ich wäre auch concerned, wenn ich hier, ja, keine Ahnung, was sie da macht. Okay. Ron, es geht. Oh. Okay. Da gibt mir noch ein paar Bohnen. Hallo? Willst du mir noch was geben? Nö. How about a trade, Harry? What do you have? Ja, deswegen, da wäre ich als Eltern auch ein bisschen concerned, wenn mein Kind mit Wänden redet. Bargain, but have it your way. So, oh, noch einer. Sorry, I just sold my very last item a moment ago. Warum habt ihr alle nix? Oder habt eigentlich einfach zu wenig Dinge ab? Das kann eigentlich auch nicht sein, oder? Und dann, dass sie da nichts für einen haben. Der Weg ist auf jeden Fall besser dahin. Die haben auf jeden Fall einen sehr viel besseren Weg gebaut als das letzte Mal zum Herbology-Lesson-Ding. Oh, noch eine Karte. Very nice, very nice. Was haben wir hier? Gulliver Pokibi. 1715 bis 1839. Expert on magical birds. First to identify meaning of Augury song. Is Augury... Was ist denn Augury? Augury. Was ist denn ein Augury? Leute, was ist ein Augury? Ihr müsst mir helfen.